Hallo ihr Lieben, Alltag. Irgendwann wird vermutlich auch hier auf dem neuen Hof in Norwegen Alltag einkehren, aber das ist noch lange nicht so weit. So ist das, wenn man einen neuen Hof übernimmt und neu anfängt, wenn es ein alter Hof ist. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe erstmal die Selbstversorger-Saisonende-Arbeiten erledigt. Ich habe die Wand im Bad isoliert. Ich habe ein paar Regale gebaut. Ich habe im Stall weiter aufgeräumt. Was habe ich auf meiner Liste noch alles stehen? Ich habe einen Abhang abgezäunt. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und natürlich auch dieses Video für euch zusammengestellt, was wesentlich mehr Arbeit immer ist, als die meisten von euch es sich vermutlich vorstellen, solche YouTube-Videos zu drehen und zusammenzustellen und zu schneiden, ist schon ein Haufen Arbeit, aber es macht auch Spaß. Und ich war auch wieder in den Felsen im Gaulafjellet und habe ein bisschen gefilmt. All das in diesem Video und ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut zu. Die Sonne kommt hier jetzt nicht mehr ins Tal. Das liegt daran, dass sie nicht über den Berg kommt. Wir haben hier tatsächlich 2,5 Monate, sagen die Talbewohner, unten im Tal keine Sonne. Man sieht die Sonne dann auf dem Berg. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Mich würde interessieren, würde euch das stören? Und obwohl das nicht so aussieht, ist heute ein sonniger Tag. Klarer Himmel und Sonne in den Bergen. Das liegt daran, dass die Sonne da oben nicht mehr über den Berg kommt. Das ist so hier im Winter. Da haben wir 2,5 Monate ungefähr, sagen die Bewohner hier im Dorf, keine Sonne hier unten im Tal. Na, ihr Süßen? Hm? Ja? Hm? Nee, so kleiner Mann. Du bist so ein süßer kleiner Mann. Ja. Hm? Du bist ein süßer kleiner Mann, ne? Na, bist du schon wieder da? Hm? Mit deiner Nase, bist du schon wieder da? Hm. Kleiner frecher Mann. Ja, kleiner frecher Mann. Hm. Kleiner Spielkind. Ja, du bist ein kleines Spielkind, ne? Hm? Schön vorsichtig sein, Odin, ne? Ja, siehst du? So ist das gut. Ja. Ja, ihr zwei Hübschen. Du bist ein neugieriger kleiner Mann, ne? Genau. Die dürfen nicht richtig spielen, weil die Mama Angst hat. Aber. Nee. Das wird schon. Eins nach dem anderen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nee.
Odin, schön vorsichtig, ne? Schön vorsichtig. Falls sich hier jemand wundert, ich habe hier, dass ich das zulasse, ich habe hier eine ganz lange Peitsche, sodass ich Odin für den Fall, dass was passiert, auch aufhalten kann. Ja. Still, Odin. Ja, schön still. Oh, ist fein. Brav. Ich habe ja die Peitsche mit, weil ich dachte, ich brauche die vielleicht für Odin, aber ich brauche die wirklich nicht. Also er will nur spielen. Aber jetzt spielt stattdessen Mikro mit der Peitsche. Und Mini versteht nicht, dass er nur spielen will. Aber gut, ich verstehe das. Also die muss natürlich auf ihr Fohlen aufpassen. Das ist nun mal so. Aber irgendwann klappt das bestimmt. Ich habe eine kleine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Die muss jetzt noch ins Lektorat. Und ich muss noch ein Cover entwerfen und erstellen. Und dann hoffe ich, dass es jetzt demnächst noch rauskommt. Meine Bücher findet ihr auf meiner Homepage autarkwoman.com oder marita-sudohamann.com. Bei beiden landet ihr auf der gleichen Homepage. Der Link ist unter dem Video in der Infobox oder ihr googelt das einfach. Dort findet ihr meine Bücher und schaut doch einfach mal vorbei, denn ich bin Autorin. Als die Pferde gekommen sind, wurde natürlich der Anhänger ausgemistet und wir haben das hier erstmal einfach nur hingeschmissen. Jetzt werde ich das hochtragen zu meinem Spargelbeet und mein Spargelbeet damit abdecken. Dazwischen sieht man noch die Spargelstrunken rausgucken, die jetzt vergilben und für den Winter absterben. Jetzt habe ich das ordentlich gemulcht. Das ist nicht nur Dünger, sondern das schützt die Wurzeln auch im Winter vor dem Frost. Also ich bin sehr gespannt, wie mein Spargelbeet nächstes Jahr aussieht. Das ist ja dieses Jahr gepflanzt und nächstes Jahr kann man dann das erste Mal ein bisschen kosten. Da ist das Dach kaputt. Das ist so ein kleiner Überstand. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man da mal was trockenstellen will. Und das werde ich dann mal reparieren, damit man da auch was trockenstellen kann. Hier an der Seite, das sieht man jetzt nicht, aber da sind ein paar Bretter ab. Die muss ich auch noch anmachen. Jo, mal gucken. Na genau, es hat reingeregnet. Und hier liegt ein bisschen Welldach rum. So, da werde ich mal gucken, was lang genug ist oder ob ich das vielleicht untereinander schieben muss. Ich muss mal sehen, was ich da finde. Eigentlich wollte ich heute das Vordach reparieren, aber und morgen die Pferde auf die große Weide am Berg lassen. Aber Krümel hat irgendwo einen Weg rausgefunden und jetzt werde ich sofort da unten am Hang einen Zaun lang ziehen, denn da gibt es einen Steilhang und ja, ich wollte einfach verhindern, dass sie da runterfallen. Das werde ich dann jetzt machen. Das ist übrigens eine riesige Weide. Im Prinzip ist das das ganze Grundstück hier ums Haus rum. Die können dann überall hin und machen, was sie wollen. Das sieht wirklich total gemütlich aus, wie die da hinten auf den Berg gehen. Thank you.
bin ein bisschen außer Atem, weil ich hier überall rumgeklettert bin und da hinten runter geklettert bin, um die Sticken hinzustellen. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, dass es hier wirklich weit runter geht. Das ist ein richtiger Steilhang. Ja, und das muss ich halt ein bisschen abtrennen. Und ganz da oben sind die Pferde im Moment. Die Sticken, die ich mit dem Spett, die kleinen Holzpfeiler, die ich da reingemacht habe, oder Stöcker, die sind nicht so gut. So, ich habe jetzt nochmal geguckt und habe hier im Hof tatsächlich noch so alte Elektrozaunstäbe gefunden. Die werde ich dann austauschen. So, jetzt ist meine kleine Absperrung hier zum Hang fertig. Zumindest rauschen die da nicht mehr darauf zu und rüber. Das ist doch schon mal gut. Und ganz da oben, das sind die Pferde. Immer weiter klettern sie und finden das echt spannend. Ich zoome mal ran. Da sind sie. Odin ist auch gerade da und besucht sie. Ja genau, Hauptsache ein bisschen kläffen. Ich wollte dann ja endlich mal das Dach reparieren, aber das geht nicht bei dem Sturm. Da fliege ich dann samt der Dachplatten weg. So, ich mache jetzt stattdessen in meiner Vorratskammer, da werde ich ein paar Regale bauen. Die auf der rechten Seite waren schon. Da werde ich oben noch ein Regalbrett ranbauen. Die hier links habe ich gerade rangebaut. Und mal gucken, ich werde das alles noch mal ein bisschen erweitern. Ich brauche aber dann noch ein paar bisschen Material. Mal gucken. Wie einige von euch wissen, die meine Videos schauen, hatten wir einen Wasserschaden im Bad. Das ist jetzt abgetrocknet und ich habe das Ganze dann mal isoliert. So, ich werde jetzt die Wand hier wieder zumachen. Hier waren ja ein Wasserschaden. Ja, ich habe gerade das Plastik ein bisschen zugeklebt und jetzt wird es isoliert und zugemacht. Aber Bretter mache ich erst nächstes Jahr dran, weil die müssen ja gemalt werden und das geht jetzt zum Winter nicht. So, dann werde ich das wieder mit einer Folie abdecken, aber zumindest wird es dann warm im Bad. Ja, jetzt habe ich dann noch eine Folie rüber gemacht und Live wollte tatsächlich jetzt mal gucken, ob er noch ein paar Bretter zu Hause hat und wenn nicht, dann kommt die Plane erstmal wieder drauf. Aber zumindest ist es jetzt schon mal wieder warm im Haus.
Wie ihr sehen könnt, sind die Bretter jetzt auch dran. Und zwar hatte Live tatsächlich noch welche da. Und wir haben die gemeinsam zugeschnitten und angebracht, nur vergessen zu filmen. Der Stall ist riesig groß und ich habe bisher erst einen kleinen Teil für die Pferde fertig gemacht und habe jetzt angefangen weiter aufzuräumen, aber da bin ich noch lange nicht fertig. Das muss hier alles noch raus. Bis dahin, wo der Stall anfängt, da ist es ja schon alles sauber. Aber das liegt hier dicht gepackt, der ganze Mist. Da wir ein paar richtig schöne sonnige Tage hatten, allerdings natürlich nicht hier unten im Tal, denn man sieht die Sonne nur auf den Bergen, habe ich das genutzt und bin mit Odin wieder hinaufgefahren in die Berge und wir haben die Sonne etwas genossen, obwohl es schon richtig kalt war. Es ist kalt, richtig kalt. Aber Odin und ich haben das genutzt und sind der Sonne entgegengefahren, denn bei uns ist ja keine Sonne mehr. Und hier oben auf dem Berg schon. Und wie man sieht, da ist auch schon ordentlich Eis auf dem Fluss. Andreas ist dann auch irgendwann noch gekommen und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Es ist echt schön, ihn mal wieder hier zu haben. Wir sind dann nach Oslo gefahren, aber mehr über das alles im nächsten Video. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann und alles Gute!